Weil es Spaß macht, damit die Gegend zu fahren, zu fliegen. Zweitens aber, weil die TARDIS, die hat so was ganz Besonderes. Ja? Von außen ist es schön alt, der Lack bröselt ab, die Türen quietschen, aber innen drin eine Timelord-Technologie. Und Sie ahnen es wahrscheinlich, genau sowas wollen wir uns heute in der Vorlesung anschauen, nämlich einen Algorithmus, der von außen ganz alt und grau und angestaubt ist und quietscht und knirscht, aber innen drin so toll, dass man ganz tolle Sachen machen kann. Und deshalb will ich Ihnen das nicht vorenthalten. Ich glaube, ich sollte mal zurückgehen in die Vorlesung. Also, wir sehen uns gleich dort. Bleiben Sie dran. Klassifizierung. Und ich habe Ihnen nochmal hier die ML-Methoden, die Machine Learning-Methoden nach ihrer Häufigkeit aufgelistet. Und da finden Sie den KNN-Klassifizierer überhaupt nicht. Und das, obwohl zum Beispiel der Christopher mir mal gesagt hat, seiner Meinung nach ist eigentlich der einfachste aller Klassifizierer, nämlich der KNN-Klassifizierer, meistens der allerbeste. Und ich bin geneigt, ihm da recht zu geben. Denn vor allem, wenn man noch ein paar kleine Tricks anwendet, dann kann man den tatsächlich so gut bekommen, dass es auch Support Vector Machines und Random Forests und künstliche neuronale Netze bei vielen Problemen mit dem nicht mehr mitkommen. Deshalb, obwohl der tatsächlich stark unterschätzt ist und scheinbar verblüffend selten angewendet wird, ist er wirklich sehr, sehr gut und sehr häufig vielleicht sogar die Methode der Wahl. Also arbeiten Sie gut mit und vergessen Sie unseren KNN-Klassifizierer nicht. Es geht um Nachbarschaft. Ja? Und es geht darum, wie wir Ähnlichkeit, wie wir Zugehörigkeit zu einer Gruppe so im täglichen Leben normalerweise definieren. Ja, wenn Sie einen Fußballspieler hier haben und Sie wollen wissen, zu welcher Gruppe gehört er denn da dazu, fällt uns das wahrscheinlich leicht. Ja, man kann sofort sehen, ach, der hier gehört wahrscheinlich dazu und der hier gehört wahrscheinlich dazu. Woran sieht man das? Man sieht es an der Farbe. Ja? Rot, gelb, grün und dann wird es schon passen. Aber vielleicht auch nicht. Lassen Sie uns ein bisschen genauer in die Sache mal reinschauen. Und zwar muss ich nochmal hier zurückkommen auf den grundsätzlichen Unterschied zwischen überwachtem und unüberwachtem Lernen. Ja, das unüberwachte Lernen, das war ja das, was wir im Clustering gemacht haben. Unser Algorithmus wusste nicht, wie die wahre Klassenzugehörigkeit des Samens ist, sondern hat nur einfach nach Gruppen gesucht, die sich offensichtlich aufgrund der Daten voneinander abheben. Beim überwachten Lernen machen wir was anderes. Beim überwachten Lernen, so wie beim Bayesian-Klassifizierer auch schon, da wissen wir, zu welcher Klasse jedes Sample gehört. Und wir versuchen, einen Algorithmus zu finden, der die jetzt richtig auseinandersortieren kann. Ja, der die schlechten Erbsen von den guten Erbsen auseinandersortiert. Man kann auch sagen, wir suchen Diskriminanzanalyse-Algorithmen, also Algorithmen, die die Unterschiede finden zwischen Samples, von denen wir wissen, dass sie in unterschiedlichen Klassen sind. Hier habe ich es nochmal aufgeschrieben. Ja, Clustering, das Hauptziel beim Clustering war, dass wir Muster erkennen, dass wir etwas über unsere Daten lernen können, während beim überwachten Training, da ist das
Hauptziel, dass wir möglichst sicher Dinge auseinanderhalten können, die zu unterschiedlichen Klassen gehören. Also schauen wir nochmal, wie macht man das in so einem Fall? Ja, man kann nach der Farbe schauen, ja, dann ist gelb gelb oder ja, dann ist rot, gibt es aber auch da drüben mal, hier gibt es auch nochmal was Rotes. Man kann nach dem Kopf schauen, ja, dann hat man hier so eine Frisur, die so ähnlich ist wie meine, die findet man da oben auch irgendwo oder da unten gibt es auch sowas. Man kann ins Detail reinschauen, das sieht man hier, ein Symbol, ein Logo auf dem Trikot. Und das Logo auf dem Trikot sieht man hier auch sogar ein paar Mal ziemlich klein, aber man sieht es wieder. Das wäre wahrscheinlich das Beste. Ja, wir ordnen den da rein, wo die Zuschauer das gleiche Logo auf dem Trikot haben. Also ganz so einfach und so offensichtlich ist es nicht. Vielleicht wird es hier auch mit der Farbe alleine gehen, aber ja, da leuchtet was Rotes raus und das ist aber nicht der hier. Wir müssen ein bisschen genauer gucken. Und zunächst nochmal ein paar grundsätzliche Fragen. Wie lernen wir? Ja, wir sagen zu diesen Machine Learning Methoden heutzutage immer häufiger, das sind KIs, das sind künstliche Intelligenzen. Warum? Weil die nicht programmiert werden, sondern weil die selbst lernen, das Richtige zu tun. Hat mit Intelligenz überhaupt gar nichts zu tun. Ja, das ist alles keine künstliche Intelligenz, auch wenn es heute unter dem Label KI läuft alles, aber es ist nicht wirklich intelligent. Aktuelle Systeme sind zum Beispiel das Expertensystem. Ja, wie funktioniert ein typisches Expertensystem, das überall auch schon in Benutzung ist? So ein Expertensystem hat eine Datenbank aus vielen Beispielen und schaut, wenn jetzt zum Beispiel Sie bei Amazon was bestellen oder wenn Sie bei Spotify ein Lied hören, dann schlägt Ihnen Spotify ähnliche Lieder vor. Entweder Lieder, die irgendwelche Merkmale ähnlich haben zu Ihren, dass Spotify oder dass der Algorithmus meint, wenn Ihnen das gefällt, müsste Ihnen das auch gefallen, weil es ähnliche Attribute hat. Oder indirekt über die User, dass Spotify schaut, welche anderen User haben denn dasselbe Lied gehört wie Sie. Und dann schauen wir mal, was die User sonst noch so gerne gehört haben. Und das gefällt Ihnen vielleicht auch. Ja, also da geht es überhaupt nicht über um die Merkmale der Lieder selbst, sondern es geht um die User, die ähnliche Lieder hören. Also Expertensystem schaut aber allein nur durch Vergleich mit dem, was in der Datenbank steht. Ja, in beiden Fällen ist es nur Vergleich mit dem, was in der Datenbank steht. Wie funktioniert das amerikanische Gerichtssystem? Ja, wer mal so amerikanische Fernsehserien gesehen hat, der weiß, die suchen immer nach Beispielfällen. Ja, die suchen, hat irgendein Gericht schon mal so einen ähnlichen Fall entschieden? Und wenn ja, dann setzt man sich da drauf und sagt, das Gericht hat das aber schon mal so entschieden. Also wieder, man sucht nach ähnlichen Fällen. Und wenn man ein ähnliches gefunden hat, ein sehr ähnliches gefunden hat, dann sagt man, okay, dann muss in unserem Fall wieder so entschieden werden. Dann habe ich noch einen unten dran, ein Beispiel, das ich immer so besonders mag, wie lernt der Streber? Ja, und Sie wissen vielleicht noch aus der Schule, da gab es immer die Leute, die haben ganz gute Noten geschrieben, weil sie alles auswendig gelernt haben. Die haben alles auswendig gelernt. Die haben nichts verstanden, aber haben alles auswendig gelernt und konnten alles schön in der Klassenarbeit danach heranschreiben. Das ist der Streber. Das ist nicht intelligent. Ja? Das hat nichts mit Intelligenz zu tun, aber der hat gute Noten gehabt. Das Gerichtssystem funktioniert und sie bekommen auch die richtigen Musikstücke bei Spotify vorgeschlagen. Das heißt, obwohl das nicht intelligent ist, ja, die Leute sagen immer, ich mache die künstliche Intelligenz schlecht, das stimmt gar nicht. Ich sage nur, das ist keine künstliche Intelligenz. Aber gut ist es natürlich, weil es funktioniert. Logisch. Und umso besser ist es, je einfacher es ist. Also, wir vergleichen eben vielleicht nicht die Frisur mit der Frisur da drüben, sondern wir vergleichen das Logo mit dem Logo da unten. Ganz genau. Also man muss ein bisschen cleverer sein. An der Stelle muss ich Ihnen jetzt noch was anderes erklären, und zwar den Unterschied zwischen dem Eager Learner und dem Lazy Learner. Der Eager Learner, das ist der Gierige, der Fleißige, und der Lazy Learner, das ist der Faule. Was ist der Unterschied? Der Fleißige, der bekommt die Daten und dann fängt er an zu arbeiten. Ja? Und dann versucht er ein Modell zu bauen, versucht die Daten zu verstehen, versucht Regressionsgeraden zu berechnen, statistische Modelle zu machen,
die er dann nachher nehmen kann, um eine Vorhersage zu machen. Die Vorhersage ist oft sehr, sehr einfach, weil ich habe ja ein Modell, mit dem ich das machen kann. Das heißt, bei der Vorhersage ist der Eager Learner nachher faul, aber beim Erstellen des Modells, da wird viel Arbeit und viel Energie investiert. Der Lazy Learner, das ist jetzt eher so einer, wie der den Spotify benutzt, nämlich der Lazy Learner, der sagt, wenn ich Daten bekomme, mit denen, die ich lernen soll, dann mache ich da erstmal gar nichts. Ich lasse die einfach liegen. Und erst wenn ich eine Frage bekomme, wenn ich etwas arbeiten soll, wenn ich etwas klassifizieren soll, dann nehme ich mir die Daten und dann mache ich mir mal Gedanken darüber, was ich jetzt eigentlich damit machen muss. Also Sie sehen, so ganz faul ist der Lazy Learner auch nicht. Der schiebt nur die Arbeit nach hinten sozusagen. Ja, der muss dann die Arbeit tun, wenn er klassifiziert. Aber er macht sie eben nicht gleich am Anfang. Das Modell, das der Klassifizierer bekommt, ist entsprechend kompliziert. Dann ist es eben leider aus mit der Faulheit. Ich zeige es Ihnen mal an einem ganz einfachen Beispiel. Ja, ich habe lange Zeit am Bodensee gewohnt. Da kann man baden. Ja, das hängt von der Wassertemperatur oder von der Lufttemperatur ab. Und ich habe hier mal aufgeschrieben, ja, wie groß die Zahl der Badegäste am Strand in Abhängigkeit von der Wassertemperatur ist. Und irgendwie wird man annehmen, je höher die Wassertemperatur ist, desto mehr Leute sind auch da zum Baden. Das ist klar. Ja, die Messdaten werden jetzt nicht gerade so wunderschön aussehen wie hier. Idealerweise sehen sie so aus. Ja, wenn sie so aussehen würden, dann sagen sie natürlich sofort, ja, da machen wir eine lineare Regression, also so ein Modell y gleich ax plus b, also Zahl der Badegäste gleich a mal Temperatur plus b. Und wenn wir dieses Modell haben, dann können wir für jeden x-beliebigen Punkt, zum Beispiel hier, für jede x-beliebige Temperatur oder für die Temperatur da unten, können wir einfach berechnen, wie groß die Zahl der Badegäste ist. Aber so sehen unsere Daten ja normalerweise nicht aus. Was macht der Faule? Der Faule, der rechnet kein Regressionsmodell, sondern der Faule, der bekommt eben irgendwann seine Frage, wie viele Gäste erwartest du denn morgen, wenn die Wassertemperatur so groß ist? Und dann geht er her und schaut mal, habe ich irgendeinen Messpunkt, der so eine ähnliche Wassertemperatur hatte? Und oh ja, da ist ja einer, der hatte eine ganz ähnliche Wassertemperatur. Ja, dann werden es einfach so viele Gäste sein. Ja. Mehr brauche ich nicht machen. Das ist im Rahmen der Genauigkeit, die ich hier sowieso nur habe, der Begrenzen, ist das wahrscheinlich gar nicht schlecht. Ja, und da sehen Sie, warum Christopher sagt, der Klassifizierer sei so gut, weil das bestimmt ein ganz guter Wert ist, der auf die Art und Weise rauskommt. Ja, ich muss nichts rechnen, ich schaue nur einfach nach, gibt es in meinen Daten ein Rekord mit der gleichen oder einer sehr ähnlichen Wassertemperatur und dann nimmst du halt die. Und das ist bestimmt nicht falsch, ziemlich richtig. Ja? Also, das ist ein überwachtes Verfahren und es ist lazy, es ist sogar maximal lazy, ja? Weil die Modellbildung überhaupt nicht stattfindet. Das Modell sind einfach alle Messdaten, die ich habe. Die werfe ich zusammen und sage, das ist mein Modell und fertig. Aber wie gesagt, das funktioniert und das funktioniert sogar ziemlich gut. Mal eingezeichnet, wie das Modell denn eigentlich aussieht, wir wollen ein bisschen Theorie schon machen, dann müsste man hier vielleicht diese gestrichelte Linie einzeichnen. Ja, das ist das Modell, das wir tatsächlich haben, weil das heißt, ich gehe an jeder Stelle hier bei einer bestimmten Temperatur, für die ich wissen will, was los ist, gehe ich eben zum Beispiel von hier, gehe ich nach oben und dann je nachdem, ob ich wo der nächste ist, also ob ich weiter auf dem hier bin oder weiter auf dem unteren bin, bin ich eben da oben oder bin ich da unten. Und die Stufe, die ist genau in der Mitte. Ja, ist nicht überall ganz schön gezeichnet. Entschuldigung, ich bin mir gerade ein bisschen verrutscht, aber die Stufe ist logischerweise immer in der Mitte zwischen zwei Punkten. Und das ist eigentlich mein Modell. Das ist also keine Regressionsgerade, sondern das ist eher so eine Treppe, so eine Zickzackkurve, die hier mein Modell ausmacht. Aber ja, warum nicht? Ja. Ein bisschen schwieriger wird das Ganze, wenn ich nicht Punkte habe, die so schön in einer Linie liegen, sondern wenn ich sowas habe. Ja, wenn ich so eher so eine Punktwolke habe. Weil jetzt ist es ein bisschen komisch. Ja?
Jetzt sieht mein Modell doch so aus. Ja? Ich gehe wieder immer in der Mitte zwischen zwei Punkten zum nächsten, aber da passiert jetzt plötzlich, dass ich hier, was weiß ich, bei 20 Grad Wassertemperatur habe ich noch die Zahl der Badegäste, bei 20,1 Grad Wassertemperatur habe ich plötzlich viel mehr. Und wenn ich jetzt bei 22 Grad Wassertemperatur schaue, dann habe ich wieder weniger. Also jetzt sehen Sie vielleicht einen kleinen Nachteil von dem Ding. Wenn meine Messdaten nicht perfekt sind, dann macht mein Modell vielleicht auch ein bisschen merkwürdige Sachen, die ich dann nachher nicht erklären kann. Das ist richtig, logisch, weil die Messdaten sind mein Modell. Und wenn die natürlich schlecht sind, dann ist auch mein Modell schlecht. Ja? Also, das muss man sich klar machen, sowas kann passieren. Deshalb wieder Daten vorher anschauen. Sie müssen Ihre Daten kennen, bevor Sie mit denen arbeiten. Und dann können Sie auch beurteilen, ob man sowas machen kann oder nicht. Oder ob man sowas machen kann, wenn man ein bisschen mehr investiert, wenn man ein bisschen mehr darüber nachdenkt, was denn hier sinnvoll ist. Ja. Also, ich habe hier nochmal zusammengefasst, unser Eager-Modell, die Regressionsgerade, und unser Lazy-Modell, das Nearest Neighbor-Modell, das eben ein bisschen zickzackelt da drumherum. Ob das akzeptabel ist, müssen Sie herausfinden. Ja? Vielleicht ist der Wert da oben ja auch richtiger als der da unten. Ich weiß es nicht. Aber Sie sehen schon, das Problem sind natürlich solche Punkte, die weit weg liegen von der Regressionsgerade. Das heißt, das sind Ausreißer typischerweise. Und ich habe Ihnen das mal zweidimensional gemacht. Das sind Folien, die ich immer so aussehen, die habe ich von Michael Berthold. Nur, ich möchte mich ja nicht mit fremden Federn schmücken, aber die sind so schön, die habe ich einfach übernommen. Und jetzt mal in der Fläche dargestellt. Ich habe hier verschiedene Plusse und Minusse einfach, oder Michael hat verschiedene Plusse und Minusse auf dieser Karte einfach mal verteilt und dann die Fläche eingefärbt danach, ob das nächste Symbol, das da kommt, jeweils ein Plus oder ein Minus ist. Und da sieht man natürlich furchtbare Dinge. Man sieht, wenn da einzelne falsche mal in Anführungszeichen sind, also wenn in der Minusfläche ein paar Plusse sind, dann gibt es da plötzlich Plusregionen natürlich, weil in der Region ist einfach Plus das nächste. Und genauso andersrum, ja, hier ist Minus und dann gibt es einfach hier natürlich Minusregionen, die um das Minus rumliegen. Komme ich nicht drum, ist so, ja. Okay, schauen wir mal, wie wir jetzt so einen Algorithmus machen können, der vielleicht auch mit diesen Problemen hier umgehen kann. Und der Algorithmus, der heißt K-Nearest Neighbor. Nämlich das K steht wie bei K-Means für eine bestimmte Zahl. Also sprich, betrachte nicht einen Nachbarn, nicht den nächsten Nachbarn, suche nicht den Zwilling, der die ähnlichsten Eigenschaften hat, sondern suche die nächsten Nachbarn. Das ist ein Parameter, ein Überparameter, den muss man dem Algorithmus mitgeben. Ich kann sagen 1, dann ist es einfach der nächste. Ich kann sagen 2, 3, 4, 5. Und dann nehme ich eben die 5 nächsten Nachbarn und schaue, hier ist unter den 5 nächsten Nachbarn, sind da mehr Minusse oder mehr Plusse. Und dann sieht das Bild hier wahrscheinlich anders aus. Wir schauen es uns gleich an. Aber vorher noch, es gibt noch eine zweite Möglichkeit. Ich kann auch statt dem K kann ich auch angeben einen Epsilon, also wieder einen Abstand, einen Radius. Kann sagen, schau nicht nach den 5 nächsten Nachbarn, sondern zum Beispiel schau nach allen Nachbarn, die einen bestimmten Abstand haben. Das ist manchmal besser. Na, wenn ich sehr viele Punkte habe, kann es durchaus sein, es ist besser, ich nehme die in einem bestimmten Radius oder wenn ich vielleicht ein Problem habe, an der an manchen Stellen die Punkte dicht sind und an anderen Stellen weniger dicht. Dann kann es sein, mit den 5 nächsten bin ich einmal sehr weit weg. Ja, da ist der fünfte ist dann schon relativ weit weg von meinem eigentlichen Sample und kann schon zur nächsten Klasse gehören. Da kann es durchaus sinnvoll sein, statt mit einer absoluten Zahl von Nachbarn mit einem bestimmten Radius zu arbeiten und zu sagen, schau mal in einem bestimmten Radius um mein Sample rum, wie viele von welcher Klasse sind denn dort? Und die Klasse, die die meisten hat, die wird dann vermutlich auch die Klasse von meinem unbekannten Sample sein, das ich nachschauen will. So kann man Klassifizierungsprobleme lösen.
Ja, sehr, sehr, sehr einfach. Ja, ist mit drei Zeilen Code implementiert. Und ich sage es einfach immer wieder, dass es bei Ihnen hängen bleibt, ist vielleicht der beste Klassifizierer für ganz, ganz, ganz auch viele Probleme, den es überhaupt gibt. Man kann damit sogar Regression rechnen, so wie mit unserer Wassertemperatur. Das ist ja ein Regressionsproblem. Nur für unsere Wassertemperatur müssen wir jetzt natürlich noch interpolieren, aber selbst das Interpolieren können wir hinkriegen. Und das zeige ich Ihnen gerade mal als nächstes. Ja, also, ich habe hier wieder meine Wassertemperaturen. Ja, hier unten soll die Wassertemperatur sein, nach oben die Zahl der Badegäste zum Beispiel. Und dann habe ich irgendwelche Messwerte. Wie sieht jetzt die Regression aus? Naja, wenn ich nur für jeden Wert, ich kann ja auch für Werte, die hier dazwischen liegen, die zwischen meinen ganzen Zahlen liegen, ich habe immer für 1, 2, 3, 4, 5 exakt die Punkte hingemalt. Ich kann auch für 4,5 oder für 6,5 nachschauen. Was ist denn der nächste? Und dann erhalte ich eben entweder den unteren oder den oberen. Ja, jeweils mit dem Sprung da drin und mit dem Problem dieser Ausreißer, dass es eben mal nach oben, nach unten geht. Was passiert, wenn ich jetzt das K vergrößere? Ja, ich vergrößere es mal auf 2, also ich schaue nach den zwei nächsten Nachbarn. Na, und das sieht man, ja, sieht nicht viel anders aus. Was man sieht, ist, da außen bekomme ich so eine Horizontale unten und oben. Ja, weil da nach außen kann ich ja nicht mehr 2 nehmen. Das heißt, an der Stelle muss ich eigentlich meinen Vorhersagebereich verringern. Ja, wenn ich das K größer mache, muss ich um den Bereich kleiner werden, weil ich diesen Randeffekt einfach habe. Aber Sie sehen, abgesehen von dem Randeffekt oben und unten, bei K gleich 3 bekomme ich eigentlich schon was, was ganz ordentlich aussieht, wie so eine Regressionsgerade. Warum? Weil die Ausreißer, die werden jetzt eben ausgemittelt, dadurch, dass ich ja immer über 3, also über den mittleren und den rechts und den links drüber mittle und den Durchschnitt nehme, dann bekomme ich eine schöne Mittelung. Und ja, sieht fast aus wie eine Regressionsgerade. Ja. K gleich 4 wird es noch schöner, K gleich 5 wird es noch schöner. Ja, richtig schön. Der Randeffekt wird eben immer größer, muss man beachten. Und irgendwann habe ich nur noch Randeffekt. Ja, das ist klar. Ja. Aber Sie sehen, mit dem richtigen K habe ich im Prinzip ein Regressionsproblem hier gelöst. Ja, ich habe kleine Stufen. Die Stufen werden natürlich nur so klein und so fein, wie meine Datenpunkte auseinander liegen. Wenn ich große Schritte zwischen meinen Datenpunkten habe, kann ich die Stufen hier nicht unendlich fein machen. Das ist logisch. Das ist begrenzend logisch. Ja, so geht das. Die Parameter unseres einfachen Algorithmus. Das K natürlich, die Abstandsmetrik, die Abstandsbegrenzung machen wir als erstes, die Abstandsbegrenzung. Wir geben einen maximalen Abstand ein statt dem K. Oder wir machen beides, kann man auch machen. So nach dem Motto, nimm mindestens K zum Beispiel, aber nur bis zu einem bestimmten Abstand. Irgendwie, ja, man kann sich da alle Kombinationen ausdenken. Hilft auch wieder, die Daten zu kennen. Sie müssen immer wissen, wie Ihre Daten beschaffen sind und dann können Sie sich überlegen, was hier die richtigen Kriterien sind. Es gibt noch einen dritten Weg, wie wir den Algorithmus nochmal verbessern können. Der dritte Weg ist die sogenannte Abstandsmetrik. Was wir jetzt gemacht haben, ist, wenn wir gesagt haben, k gleich 5, nimm die 5 nächsten Nachbarn und nimm einfach den Mittelwert aus diesen 5 nächsten Nachbarn. Ja, oder nimm, wenn du Klassenzugehörigkeiten vergeben willst, nimm die Klasse, die meisten von diesen 5 nächsten Nachbarn haben. Wir können es auch anders machen. Nämlich, wir können auch eine andere Metrik einführen. Was heißt denn das, was wir gemacht haben? Das ist eigentlich eine Bubble-Funktion. Ja, kennen Sie aus den Coronenkarten schon? Sie erinnern sich hoffentlich, die Bubble-Funktion. Die macht einen Gewichtungsfaktor 1 bis zu einer bestimmten Grenze, zack, und dann fällt sie auf 0 ab. Und genau das ist das, was wir machen. Ja, wir sagen, wir wollen KNN, also 3NN, wir wollen die drei nächsten Nachbarn haben. Bis dorthin machen wir
Gewicht 1 und danach machen wir Gewicht 0. Das können wir natürlich schöner machen. Ja, wie bei der Coronenkappe können wir hergehen und sagen, wir nehmen zum Beispiel eine Dreiecksfunktion, Triangle-Funktion. Das heißt, wir machen das Gewicht, die blaue Kurve da, wir machen das Gewicht 1 für den nächsten Nachbarn. Und je weiter der aber weg ist von meiner Query, desto kleiner machen wir das Gewicht. Sodass ein Nachbar, der sehr weit weg ist, auch nur noch ein kleines Gewicht, auch nur noch einen kleinen Einfluss hat. Das ist durchaus sinnvoll. Ja? Weil ursprünglich haben wir ja immer gesagt, genau der nächste Nachbar ist es und sonst keiner. Und jetzt sagen wir, wir geben 5 oder vielleicht sogar 10 vor und die sind alle gleich wichtig. Macht ja Sinn zu sagen, die, die dichter dran sind, sind wichtiger, haben also einen größeren Einfluss. Und das geht sehr einfach mit dieser Triangle-Funktion. Ja? Man kann es auch mit der Gauss-Funktion machen. Das Problem ist, die Gauss-Funktion, die wird nie null. Ja? Die geht so runter und geht relativ weit nach außen und wird nie exakt null. Sodass ein Ausreißer, der weit weg ist, kann durchaus bei der Gauss-Funktion noch mit reinspielen und noch was ausmachen. Deshalb gibt es noch eine dritte Funktion, diese trikubische Funktion. Die liest man nicht allzu häufig, die hat aber ziemlich schöne Eigenschaften. Ja? In Magenta habe ich Ihnen die dargestellt. Ja, die trikubische Funktion, die sieht so ein bisschen entfernt, so ähnlich aus wie eine Gauss-Funktion, aber nur so ein bisschen, denn die trikubische Funktion hat den schönen Effekt, den schönen Vorteil, sie kommt horizontal oben raus aus der Null, so wie die Gauss-Funktion auch. Sie hat den zweiten schönen Effekt, sie geht horizontal beim Radius Epsilon in die Null rein. Ja, die geht also richtig, die geht auf Null und aber horizontal ohne Knick. Ja, ist also für manche Algorithmen werden wir später, muss man ja ableiten, muss man Gradienten berechnen. Die trikubische Funktion, das ist komplett durchgehend differenzierbar, weil das wirklich schön rund ist, während die Dreiecksfunktion ja einen Knick hat. Nicht ganz so schön. Okay, der Nachteil von der trikubischen Funktion ist, man muss die tatsächlich aufhören zu berechnen an diesem Limit, weil die geht da weiter. Wenn man die weiterrechnet, dann geht die nach unten weiter und klappt ab. Deshalb habe ich das hier so geschrieben, die trikubische Funktion, so wie die Triangelfunktion, da muss man diese 1, 0 vom Bubble, die muss man da trotzdem noch drauf multiplizieren, damit man oberhalb vom Epsilon, jetzt in dem Beispiel oberhalb von der 3, die trikubische Funktion gar nicht mehr berechnet, sondern sagt, dort ist es 0. Aber sie hat keinen Knick. Also es ist eine sehr schöne Funktion, die bei solchen abstandsabhängigen Skalierungen wunderbar funktioniert. Ja, ein bisschen schwierig zu berechnen, aber nicht wirklich. Ja, geht schon. Schauen wir uns mal an, wie so eine Regression mit unterschiedlichen Kernels aussieht, ja, also mit unterschiedlichen Abstandsfunktionen aussieht. Kann man auch Kernel dazu sagen, ja, weil das ist die Abstandsfunktion, die in unserem Algorithmus drinsteckt, in unserem Klassifizierer drinsteckt. Als erstes eine Dreiecksfunktion mit k gleich 3 und Abstand gleich 3 entsprechend. Da sehen Sie, ja, dass der vermittelt jetzt halt nicht mehr mit Geraden, also mit Stufen, sondern der vermittelt jetzt wirklich richtig. Das ist noch nicht so richtig gut. Ja, es ist noch nicht keine. Die Vermittelung findet erst am Rand statt, aber das ist schon wieder ein Randeffekt. Ja, also den Randeffekt müssen Sie sich immer wegdenken hier. Ist nicht so richtig schön. Aber wenn wir das k vergrößern, k gleich 5, da sehen Sie, jetzt gibt es schon so richtig so ein bisschen was, was so aussieht wie eine Regressionsgerade, Regressionskurve. Ja. Und je größer das k ist, desto mehr vermittelt das tatsächlich. Irgendwann geht es dann wieder in den Randeffekt über. Ja, zurück. Aber ja, Sie sehen, wir haben immer noch den billigen KNN-Klassifizierer. Der einzige Unterschied ist, wir führen diese Dreiecksfunktion als Abstandsfunktion ein, dass nicht mehr alle Nachbarn gleich stark gewichtet werden, sondern die dichter dran sind, werden stärker gewichtet als die, die weiter weg sind. Und schwuppdiwupp bekommen wir eine wunderschöne Regression, ohne dass wir irgendeine Regression rechnen müssen. Wir machen immer noch einfach Nearest Neighbor. Probiere ich mal die Gauss-Funktion, die doch bestimmt eine gute Wahl ist. Die sieht komisch aus, ja? Ist aber so. Woher kommt das? Das kommt daher, dass die Gauss-Funktion relativ weit reicht und eben die Einflüsse der Ausreißer, die weit weg sind,
hier tatsächlich noch eine Rolle spielen. Ja. Wenn ich die Gauss-Funktion breiter mache, wird es wieder ausgeglichen, weil ich dann über einen breiteren Bereich mittle und deshalb das Ganze logischerweise wieder glatter wird. Ja, je breiter, desto glatter gilt natürlich immer. Ja, und irgendwann wird es dann auch wieder richtig glatt, aber da die Gauss-Funktion bei gleichem Epsilon breiter ist als unsere anderen Funktionen, immer aufpassen bei solchen Geschichten, ja, wir sehen die Gauss-Funktion, die ist hier noch ganz oben, ja, also bei gleichem, wenn ich das Epsilon, wo ist die Gauss-Funktion, da ist sie, das Epsilon hier als Standardabweichung in die Gauss-Funktion einsetze, dann ist da natürlich die Gauss-Funktion noch weit entfernt von der Null, während beim Triangle ist im Abstand Eta schon, Epsilon schon Null. Deshalb ist die Gauss-Funktion weitreichender und deshalb kommt es da sehr schnell zu so einer, zu dem Wandeffekt, der das ganze Bild aufrisst. Ja. Jetzt probieren wir das mit der trikubischen. Die sieht für eine schmale trikubische Funktion praktisch gleich aus wie die Dreiecksfunktion. Ja, geht da hoch und da runter. Wenn ich das ein bisschen breiter mache, dann gibt es aber sehr, sehr schöne Kurven, die nicht so viel Randeffekt zeigen, weil sie eben nicht so weitreichend ist wie die Gauss-Funktion, aber sehr schön vermittelt. Ja. Und Sie sehen eigentlich wunderschöne Regressionskurven, die man mit der trikubischen Funktion im KNN-Klassifizierer machen kann. Und dann können Sie mit KNN Regression rechnen, ohne dass Sie Statistik machen müssen, ohne dass Sie ein Modell bauen müssen, sondern einfach, indem Sie ein paar Nachbarn suchen. Ich habe hier noch das Beispiel von Michael Berthold in zwei Dimensionen. Das ist so schön. Also das ist dasselbe wie eben. Das ist so, wie es sein soll. Ja, so soll es sein. Da links oben sollen die Plusse sein, rechts unten die Minusse. Und jetzt haben wir aber eben das Problem, dass wir ein paar falsche drin haben. Und jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn wir das k erhöhen. Ja, da oben sehen Sie k gleich 1. Jetzt machen wir es mal größer, k gleich 2. Ja, dann werden die schon ein bisschen kleiner. Ja, die grünen da oben sind schon alle weg. K gleich 3, jetzt sind eigentlich alle Ausreißer weg. Das, weil eben so viele Nachbarn mitgenommen werden, dass die richtigen immer schon an jeder Stelle in der Mehrzahl sind. Ja? Die Grenze dazwischen, die ist noch ein bisschen ausgefranst, weil das eben nicht so ganz gleichmäßig ist. Da kann man sich jetzt drüber streiten, ob das gut ist oder schlecht ist. Wenn ich die Grenze glatter haben will, muss ich mein K noch ein bisschen erhöhen. Ja, mache ich das K mal richtig groß, größer auf 50 und dann sehen Sie, jetzt wird so stark vermittelt, dass die Grenze sogar fast gerade geworden ist. Also, ja, wunderbar. Ich kann Ihnen hier aber noch einen Effekt zeigen, weil ich mache jetzt mal noch größer mein K. 470, jetzt sieht es ganz komisch aus. 480 sieht noch komisch aus. 500, was ist jetzt los? Was ist passiert? Ich schaue mir die nächsten 500 Nachbarn an. Ja, das sind vermutlich alle. Ja, also ich schaue jetzt, egal welchen Punkt auf der Karte ich wissen will, schaue ich mir alle Plusse und Minusse an, die da drauf sind. Und es sind mehr Plusse als Minusse drauf. Deshalb ist an jeder Stelle der Karte die Zahl der Nachbarn, die Plus sind, größer, weil es jedes Mal alle sind. Ja. Das heißt, zu groß darf man natürlich auch nicht werden. Dann kriegt man irgendwo sinnlose Ergebnisse. Aber Sie sehen hier, zum Beispiel mit 50 kriegen wir eigentlich eine schöne Trennung. Oder wenn Sie es feinkörniger brauchen, ja, wenn die Grenze, wenn Sie wissen, meine Grenze ist gar nicht gerade, sondern ich habe da so Wellen, Dellen und Brüche in der Grenze drin, dann gehen Sie eben her und lassen das K relativ klein und dann baut Ihr Klassifizierer diese Grenze auch wunderschön nach. Also Sie sehen, tolle Eigenschaften hat das Ding. Ja. Tolle Eigenschaften hat das Ding. Ja. Ich glaube, das brauche ich nicht erklären. Ja, wie man das macht, wie der Algorithmus funktioniert, den erkläre ich hier gar nicht. Das ist so billig. Ja, Sie haben irgendwo rote und grüne und dann einen blauen und jetzt schaue ich halt, wo sind meine Fünfe. Ja, und das sind jetzt hier die fünf, K gleich 5. Sind die alle grün und dann ist alles klar. In dem Fall ist es vielleicht nicht ganz so klar. Ja, da ist der rote da links oben, da ist die 1, der hier ist die 2.
Und dann haben wir 3, 4, 5. Das heißt, der Algorithmus würde jetzt sagen, ja, das ist ein rotes. Wir wissen es nicht. Man könnte hergehen in so einem Fall und so einen Radius Epsilon einführen und sagen, schau dir nur Punkte an, die einen bestimmten Abstand haben. Und wenn vielleicht in dem Radius gar keiner ist, ne, da wäre vielleicht gar niemand eigentlich Nachbar, dann müsste der Algorithmus sagen, ich weiß es nicht, weil es gibt in meinem Referenzdatensatz kein Sternchen, das so ähnlich ist wie das Blaue, also kann ich es auch nicht sagen. Ja, Sie sehen, ja, das mit dem Epsilon ist schon durchaus sinnvoll. In so einem Fall, ja. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, das Ganze ein bisschen cleverer zu machen. Und das will ich Ihnen auch noch erzählen, weil das brauchen Sie bei ganz vielen Machine Learning-Verfahren in so oder ähnlicher Form. Es wäre doch schön, wenn wir diesen Abstand irgendwie in eine Wahrscheinlichkeit umrechnen könnten. Also sprich, ich habe Ihnen hier mal vier Beispiele hingemalt. Ja, wenn wir die obere Situation haben, ja, wir haben wieder Klasse Rot, Klasse Grün und das Sternchen sei jetzt ganz hier drüben beim Roten. Ja, dann würde ich sagen, der ist rot. Ja, also Wahrscheinlichkeit für Rot ist 100%, Wahrscheinlichkeit für Grün ist 0%. Jetzt nehmen wir den hier, der liegt hier so dazwischen. Ja, okay, dann sagen wir, Wahrscheinlichkeit für Rot ist ein bisschen größer, 55 und das 45. Ja, irgendwie sowas. Oder wir haben den, der ist genau in der Mitte. Müsste man sagen, jetzt nicht sagen, der ist entweder rot oder grün, weil der ist ja genau in der Mitte. Und wenn er minimal weiter auf der einen oder anderen Seite ist, ist es ja eigentlich auch egal. Also da müsste man ausrechnen, 50-50. Und entsprechend andersrum genauso. Ja, hier müsste man ausrechnen, der ist 100% grün, obwohl er vom Grünen auch einen bestimmten Abstand hat. Na, ist er vielleicht auch nicht 100% grün, ist er vielleicht bloß 95% grün, weil er da ja auch schon wieder einen Abstand hat. Stimmt, das muss ich eigentlich korrigieren auf der Folie. Ja? Also der ist eigentlich nicht 100% grün, weil der ja auch wieder einen Abstand hier dazu hat. Aber er ist wahrscheinlich 0% rot, weil das ist so weit weg. Das ist nichts mehr. Wie rechnen wir das? Ich vermute mal, ganz viele von Ihnen kennen das schon. Bloß haben Sie sich vielleicht noch nicht klar gemacht, was das ist. Sowas rechnen wir mit der Softmax-Funktion. Ja? Was ist das? Wir nehmen mal an, wir haben eine Verteilung von Punkten, die rot sind, und eine Verteilung von Punkten, die grün sind. Nächste Folie. Die seien mal normal verteilt. Warum? Weil das das Einfachste ist. Ja, schlicht und ergreifend. Die sind normalerweise nicht normal verteilt, aber wir tun einfach mal so. Sei alles normal verteilt, dann können wir am einfachsten rechnen. Wie kann man sich das vorstellen? Ja, ich nehme einen Haufen Reiskörner in meine Hand, eine Handvoll Reiskörner, werfe die hier auf den Boden. Ich nehme eine zweite Handvoll Reiskörner, werfe die da auf den Boden. Und dann habe ich hier links eine Verteilung von Reiskörnern und rechts eine Verteilung von Reiskörnern. Die sind nicht rot und grün angemalt, weil alles weiß ist, aber ich weiß, das sind die vom roten, vom ersten Wurf und das sind die vom zweiten Wurf. Und jetzt nehme ich mir ein Reiskorn raus irgendwo, das hier. Und möchte wissen, mit welcher Wahrscheinlichkeit stammt denn dieses Ding von meinem ersten Wurf und mit welcher Wahrscheinlichkeit stammt es vom zweiten Wurf? Und das kann man natürlich ausrechnen, und zwar ganz super einfach, und zwar mit Hilfe der Logistikfunktion. Ja, da steht sie. Ja. Die kennen Sie, wer schon mit neuronalen Netzen gearbeitet hat. In dem neuronalen Netz-Framework heißt diese Funktion, Frameworks heißt diese Funktion normalerweise nicht Logistik, sondern Sigmoid-Funktion. Blöder Name. Ist eine Sigmoid-Funktion, aber nicht, ja, egal. Dort heißt sie so, richtig ist es die logistische Funktion. Die logistische Funktion hat hier noch einen, der kann man noch einen Parameter T mitgeben, einen Temperaturparameter, der bestimmt, ja, die Fuzziness, der bestimmt die Steilheit dieser Stufe. Ja, wenn das T klein ist, dann wird das hier ganz steil, so quasi. Und wenn es flach, wenn das T groß ist, dann wird es eher so flach darüber. Ja. Das entspricht quasi der Breite meiner Normalverteilung, mit der ich hier werfe. Ja, wenn die weit gestreut sind, dann brauche ich hier eine flache Kurve. Wenn die ganz eng liegen, wenn ich die nur auf den Boden lege, das eine Häufchen da und das andere Häufchen da, dann überlappen die sich überhaupt nicht.
sondern ich bin entweder da oder dort, dann brauche ich da entsprechend auch eine ganz steile Kurve, die null ist bis ganz hier und dann hoch geht und da oben dann 1 wird. Also das kann man mit diesem T-Parameter machen. In den meisten Fällen in unseren Algorithmen benutzen wir die ohne diesen T-Parameter. Also sprich, wir setzen den einfach auf 1, weil wir diese Steilheit und die Fuzziness oft an einer anderen Stelle einführen können und dann kann man sich hier das Leben einfach machen. Deshalb habe ich in die Formeln auch so da aufgeschrieben. Und zwar habe ich gesagt, die Wahrscheinlichkeit, die ist, also die Wahrscheinlichkeit, dass mein blaues Samen zu einer der Klassen gehört, die ist e hoch minus meinem Abstand oder meinem Wert geteilt durch die Summe von allen Werten, also durch die Summe von e hoch minus alle Werte. Halt, da unten bin ich. Haha, ich sage es gleich noch was dazu. Also e hoch minus dem Abstand durch die Summe von allen Abständen e hoch minus. Warum ist es einmal mit Minus und einmal ohne Minus? Das ist deshalb einmal mit Minus, einmal ohne Minus, weil es zwei Fälle gibt, die wir betrachten müssen, nämlich diesen Fall hier, wo wir sagen, wir haben unser Reiskorn, unser blaues Reiskorn, das hat einen bestimmten Abstand zum Roten und einen bestimmten Abstand zum Grünen. Und je kleiner der Abstand ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dazugehört. Ja, wenn der Abstand 0 ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß. Wenn der Abstand groß ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit klein. Und das rechne ich mit dieser Formel. Es gibt viele andere Fälle, da ist es andersrum. Wenn Sie beim neuronalen Netz sind zum Beispiel, da ist es im Normalfall so, dass ein Neuron stark feuert, einen großen Score ausgibt und dann heißt es, die Wahrscheinlichkeit soll groß sein, dass das das richtige Neuron ist. Also genau andersrum. Ein großer Wert heißt gut und dann ist es die Formel da oben. Ja? Wenn der große Wert gut ist und der kleine Wert schlecht, dann ist es die Formel. Wenn der große Wert schlecht ist, der große Abstand ist hier schlecht. Ja? Wenn wir einen großen Abstand haben, dann gehört es nicht dazu. Dann ist es die Formel da unten. Ich habe Ihnen das mal hier ausgerechnet, ein kurz kleines Notebook gemacht in Julia. Da oben ist die Funktion einmal mit dem Plus und einmal mit dem Minus. Ja? E hoch i durch die Summe von allen e hoch i. Man könnte es auch anders schreiben. Ich habe es mal hier mit dieser Array Comprehension geschrieben. Und wenn ich das jetzt rechne für drei Werte, übrigens, Julia, kleines Julia-Intro, weil vielleicht will ja doch der ein oder andere von Ihnen Julia lernen. Normalerweise muss man hier oben keine Typen angeben. Müsste ich auch nicht. Würde alles funktionieren, auch ohne diese Typangabe, dass es ein Abstract Array ist. Aber meine Implementierung hier, die geht davon aus, durch dieses Broadcasten und durch die Array Comprehension, dass mein Argument x ein iterables Objekt ist, dass es irgendein Objekt hat, das mehrere Werte enthält. Und deshalb kann ich das hier vorgeben, weil dann kann der Compiler, wenn ich die Funktion aufrufe, wenn ich sie hinschreibe irgendwo, kann der Compiler sofort überprüfen, ist das Argument, das ich irgendwo in meinem Code übergebe, ist das auch wirklich ein Array oder ein Vektor? Ja, kann auch ein mehrdimensionales Array sein. Ist das wirklich sowas? Und nur dann kompiliert er das. Ansonsten wirft er einen Kompilierfehler und sagt mir dann eben auch, das ist das Falsche, das Argument hat einen falschen Typ. Also man muss den Typ nicht angeben bei Julia, wie bei Python auch nicht, aber man hat die Möglichkeit, es anzugeben, wenn man so eine Einschränkung kennt. Und dann hat man ein bisschen Qualitätssicherung drin, weil dann beim Kompilieren der Fehler schon auffällt. Also, jetzt übergebe ich hier 0,9, 0,5, 0,1 und wenn das für meine Plusfunktion heißt das, Sie sehen, 0,9 übersetzt sich in 47%, 0,5 in 31,6% und 0,1 in 21% Wahrscheinlichkeit. Ich habe da unten mal alle zusammengezählt und Sie sehen, dass die drei Werte zusammen geben 1. Wenn wir jetzt das mit der Minusfunktion rechnen, also mit der mit dem negativen Vorzeichen im Exponenten, dann sehen Sie, die 0,1 geben jetzt nur noch 21%, die 0,9 geben nur noch 21%, dafür geben die 0,1 jetzt 47%. Also das dreht genau um, ob ein großer Abstand gut ist oder ob ein großer Score gut ist. Deshalb an der Stelle, wenn wir mit Abständen rechnen, hier beim KNN, verwenden wir das mit Minus. Wenn wir
bei den neuronalen Netzen aber sind, dann brauchen wir das obere, dann verwenden wir das mit Plus, weil da ist dann ein großer Output vom neuronalen Netz, heißt große Wahrscheinlichkeit, das heißt, da müssen wir das positiv berechnen. Ja, hier habe ich ihn nochmal auf die Folie geschrieben, steht auch so ein Skript drin, wie man jetzt zum Beispiel für Grün die Wahrscheinlichkeit ausrechnet. Ich nehme eben E hoch den Abstand zum Grünen, geteilt durch E hoch minus den Abstand zum Grünen, geteilt durch E hoch minus den Abstand zum Roten, plus E hoch minus den Abstand zum Grünen. Und das gibt eine Wahrscheinlichkeit. Und das gleiche kann ich für Rot rechnen. Und die beiden Wahrscheinlichkeiten geben zusammen 1. Und unter der Annahme, dass meine Verteilungen Normalverteilungen sind, ist das sogar richtig. Ja, der lineare gaußsche Diskriminierer ist das. Das ist sogar richtig. Das sind es dann wirklich Wahrscheinlichkeiten. Auch wenn wir in der Realität oft keine Normalverteilungen haben, wie so oft hier in der Veranstaltung, nehmen wir einfach das an. Wir sind mal wieder ein bisschen naiv. Ja, ist nicht mehr der naiv Bayesche Klassifizierer, der naive Softmax, den wir hier anwenden. Aber den Softmax, das ist tatsächlich so, den wenden wir immer naiv an. Ja, das ist auch so. Funktioniert wie Bayes trotzdem. Ja. Eine letzte Folie noch. Es ist ein Lazy Learner. Wir haben drei Hyperparameter, die man nicht vergessen sollte. Nicht nur das K, wir haben auch noch das Epsilon, den Radius, den man einstellen kann vielleicht. Und wir haben vielleicht eine Körnerfunktion. Auch beim Klassifizierer können Sie natürlich eine Körnerfunktion mit dazu packen. Sie können hier durchaus, wenn Sie mehr Klassen haben, können Sie durchaus die Bedeutung der einzelnen Klassen für die Klassifizierung eines Samens auch wieder, zum Beispiel mit der Gauss-Funktion oder mit der trikubischen Funktion, nochmal falten. Der Vorteil, was haben wir davon am Ende? Wenn Sie das mit der trikubischen oder mit der Dreiecks-Triangel-Funktion machen, dann heißt es, dass Klassen, die weiter weg sind als der Epsilon, da wo unsere Funktion nämlich schon 0 ist, dass die gar keine Rolle mehr spielen. Ja, da wird dann die Wahrscheinlichkeit per Definition 0 und Sie bekommen nur eine Aufteilung zwischen denen, die dicht genug dran sind. Ja, also wenn Sie schon wissen, was weiter weg ist als ein bestimmter Schwellenwert, das interessiert mich gar nicht mehr, dann können Sie sehr wohl auch beim Klassifizierer mit der Körnerfunktion oder mit dem Epsilon das abschneiden. Nachteile im Zeitalter von Big Data, wenn ich viele, viele Daten habe, wird es langsam schwierig. Ja? Wenn Sie 10 Millionen Daten haben und dann müssen Sie jedes Mal, wenn Sie eine Klassifizierung machen, durch alle 10 Millionen durchgehen und gucken, was sind denn die 10 nächsten und dann damit rechnen. Das ist natürlich ist nicht so schwierig. Ja, man kann diese Suchen relativ gut vereinfachen mit KT-Trees, aber irgendwie unschön ist es, sagen wir mal so, unschön ist es. Und das Zweite, was immer wieder natürlich Probleme macht, ist die Wahl des Ks und des Epsilon der Körnerfunktion, die beeinflusst natürlich das Ergebnis. Ja, und das heißt, da müssen Sie richtig raten oder Sie müssen ausprobieren oder Sie müssen systematisch nach den richtigen Hyperparametern suchen. Das macht den Leuten immer am meisten Schwierigkeiten. Vielleicht ist das auch ein Problem oder ein Grund, warum der Klassifizierer nicht so häufig genutzt wird, wie er eigentlich genutzt werden müsste. Ich hoffe, ich bringe Sie dazu, ab und zu später mal in Ihrem Berufsleben den auch zu benutzen, weil der ist so einfach und gut. Wäre schade, wenn nicht. Jetzt lassen Sie uns mal überlegen, wie man diesen Klassifizierer vielleicht noch mal ein bisschen schöner machen könnte. Und zwar gerade, es sind zwei Dinge, die mich eigentlich stören. Nämlich bei großen Datensätzen wird es irgendwie unschön. Also 1 Million Referenzsamples herzunehmen, um immer wieder zu vergleichen, das ist irgendwie nicht elegant. Das Zweite ist, das Ding ist lazy, maximal lazy. Also wir haben keine Modellbildung. Keine Modellbildung heißt keine Abstraktion. Und Abstraktion ist aber wichtig, ja, Regressionsgerade, die uns die maximal mögliche Abstraktion liefert, die erlaubt uns eigentlich erst wirklich zu interpolieren zwischen unseren Datenpunkten. Das heißt, ein cleveres Modell zu bauen,
hat schon Vorteile. Ja, da fängt das Ding an, intelligent zu werden, wenn wir ein cleveres Modell bauen. Es ist die Frage, wie kann man beim KI ein cleveres Modell bauen? Und da fällt einem eigentlich ad hoc eins ein. Ja, die cleverste Methode, dieses Ding zu verbessern, wäre, wenn wir nicht einfach jeden Rekord aus unserem Trainingsdatensatz als Referenz nehmen, sondern wenn wir uns gut überlegen, was wir eigentlich als Referenz nehmen. Vielleicht sogar die Referenzvektoren neu berechnen. Also eine Methode finden, wie wir aus einer Million Records, vielleicht 100, vielleicht 1000, clever ausgewählte Referenzvektoren extrahieren und dann die nur nehmen zum Vergleich. Sowas kennen Sie schon. Ja, sowas kennen Sie schon. Das haben Sie schon gemacht. Beim K-Means-Klassifizierer, bei der Gaussian Mixture, ja, beim EM-Algorithmus, da haben Sie genau das gemacht. Ja, Sie haben Cluster-Mittelpunkte entwickelt, berechnet und die Zuordnung des Expectation, das war nichts anderes als das hier. Das war nichts anderes als ein KNN-Klassifizierer. Ja, wir haben für die Mickey Maus drei Cluster-Mittelpunkte definiert, die an die richtige Stelle geschoben. Und wenn wir jetzt wissen wollten, ist irgendein anderes Sample Ohr oder Gesicht, dann haben wir einfach mit dem KNN-Klassifizierer geschaut, wo ist denn der nächste? Und Sie sehen, wir haben dort sogar schon Kernels angewendet, nämlich den Gauss-Kernel haben wir angewendet für die Gaussian Mixture, mit denen wir die Mickey-Maus-Ohren gemacht haben, ja, damit die Cluster nicht die gleiche Ausdehnung haben müssen. Also, das haben wir da schon richtig gemacht. Und genau das Gleiche kann man natürlich jetzt auch hier machen. Also wir könnten versuchen, so eine Art K-Means-Clustering überwacht zu machen, indem wir die Clustermittelpunkte nicht einfach durch den Clustering-Algorithmus finden, sondern indem wir uns andere Methoden überlegen, wie man Clustermittelpunkte finden kann. Und eine davon, die kennen Sie schon, die zeige ich Ihnen deshalb auch als erstes, da muss ich gar nicht viel dazu sagen. Die erste Clustering-Methode, die Sie schon kennen, mit der wir Referenzvektoren bauen können, ist eine Koronenkappe. Hinter jedem Neuron unserer Koronenkappe liegt der Codebook-Vektor, der so viele Dimensionen hat wie unsere Eingabedaten, ja, der im Originalraum ein Vektor ist, ein Punkt im Originalraum ist. Das heißt, wenn wir alle unsere Daten auf eine Koronenkappe mappen, dann werden die da ordentlich angeordnet. Wir haben eine bestimmte Zahl von Neuronen. Ja, hier sind es, was weiß ich, was sind 50 mal 50, also 2500 Neuronen. Und jetzt, jedes dieser Neuronen enthält ein paar Trainingsmuster und einen Codebook-Vektor. Und der Codebook-Vektor, der ist ähnlich zu diesen Trainingsmustern, die da drin sind in dem Neuron. Das heißt, jeder Codebook-Vektor, der repräsentiert eine bestimmte Anzahl von Trainingsmustern. Und deshalb ist das natürlich eigentlich eine ideale Auswahl an Referenzvektoren für unser KNN. Ja, das kann man super billig machen. Sie werfen Ihre Daten auf eine Koronenkarte, holen aus der Koronenkarte die Codes raus, müssen dann natürlich nachschauen, zu welcher Klasse gehört jetzt das Code, also welche anderen Klassen oder welche anderen Samples sind denn in dieses Code abgebildet oder sind ähnlich zu diesem Code und welche Klasse haben die? Das heißt, das ist wieder eine Nearest Neighbor Suche, die Sie machen müssen. Sie suchen die Nearest Neighbor zu Ihrem Code und schauen, zu welcher Klasse gehört denn das Code, machen also quasi einen richtigen Nearest Neighbor auf den ganzen Referenzdaten, um die Codes zuzuweisen. Und jetzt können Sie hergehen und können die Codes für alles weitere nehmen. Das hat mehrere Vorteile. Vorteil 1, Sie haben weniger. Sie können sogar kontrollieren, wie viele. Ja? Wenn Sie die Karte größer machen, haben Sie mehr Codes. Wenn Sie die Karte kleiner machen, haben Sie weniger Codes. Ein zweiter Vorteil, Sie können sich die Karte angucken. Ja? Sie sehen, wie Ihre Klassen verteilt sind auf der Karte. Sie können sehen, welche sich vielleicht überlagern, welche Klassen lassen sich denn gut trennen, welche lassen sich nicht gut trennen. Das sehen Sie visuell auf der zweidimensionalen Karte. Genial. Und
Ja, was ist das Letzte, was ich sagen wollte? Ja, Sie haben eine topologische Abbildung. Das heißt, an den Stellen, an denen viel Struktur ist in Ihren Daten, an denen Klassen eng zusammenliegen und ineinander verschachtelt sind, da wird die Korallenkarte das ausbreiten und wird mehr Codebook-Vektoren dafür zur Verfügung stellen. Und an Stellen, an denen nicht viel los ist auf der Karte, an denen alles zur gleichen Klasse gehört und alles ähnlich ist irgendwie, da wird die Korallenkarte es zusammenschieben und wird wenig Codes dafür zur Verfügung stellen. Das heißt, Sie bekommen auch hier diese nichtlineare Abbildung der Korallenkarte wieder mit rein. Und zwar in dem Sinne, dass Sie da, wo es nötig ist, viele Referenzvektoren bekommen, nämlich da, wo Unterschiede sind. Und dort, wo es nicht nötig ist, weil alles gleich ist, bekommen Sie nicht viele Codes, sondern nur wenige. Das ist anders, als wenn Sie einfach die Originaldaten nehmen. Ja, da kann es sein, Sie haben von 1 Million Daten 900.000, die alle zur gleichen Klasse gehören, die alle ganz ähnlich sind. Das ist witzlos, die braucht man nicht alle. Da würde einer davon reichen. Ja. Und genau das wird hier eben wunderbar aufgelöst, dieses Problem. Das ist genau diese Abbildungseigenschaften der Korallenkarte, die hier dafür sorgen, dass wir hier perfekte, meistens relativ perfekte, ich muss ein bisschen vorsichtig sein, meistens relativ perfekte Auswahl von Referenzvektoren kriegen für die Klassifizierung. Also aus der SOM die Referenzvektoren für das KNN identifizieren, dann ist das Ding auch kein Lazy Learner mehr, weil die Karte, die ist im Modell. Das Arbeiten nachher, die Nearest Neighbor Suche, ist einfacher wie vorher, weil wir nur noch eine kleine Zahl von Referenzvektoren haben und wieder in 3 Zeilen Code hingeschrieben. Also eigentlich perfekt. Ich habe Ihnen hier ein Beispiel, die Folie habe ich Ihnen, glaube ich, schon mal gezeigt, für den Handwriting-Datensatz. Das waren die handgeschriebenen Ziffern. Und das ist eben hier der Vorteil dieser Visualisierung. Wir sehen, wie die Cluster aussehen. Ja? Und wir sehen, dass es von der 0 zwei Cluster gibt. Da oben einen kleinen und da einen großen. Und wir können jedem Neuron einen Namen geben. Ja? Wir können jedem Neuron sagen, du hier, du bist eine 0, die so rum gemalt ist. Und du hier, du bist eine Null, die so rum gemalt ist. Also wir können das analysieren, wir können den Code anschauen, was ist denn da drin, welche Samples sind da drin und können viel, viel mehr Informationen noch rausziehen, als wir aus dem reinen Klassifizierer rausziehen können. Deshalb, sehr, sehr mächtige Methode, ist implementiert in einem R-Paket, das auch bei CRAN zur Verfügung steht, nämlich das SOMININ. SOMININ heißt das Paket. Okay, ja, genau, da habe ich es hingeschrieben. Ja, im Modell kann im Prinzip jeder Code, also jeder Codebook-Vektor der Korallenkarte, kann einen Namen haben, der beschreibt, was da dahinter steckt. Und das ist natürlich ein unglaublicher Mehrwert. Okay. Ein Nachteil hat das Ding natürlich trotzdem, einen großen Nachteil. Nämlich, es macht topologische Fehler. Ja, Korallenkarten machen topologische Fehler. Warum? Weil wir versuchen, einen hochdimensionalen Parameterraum, Attributraum, auf eine zweidimensionale Karte zu quetschen. Und das geht im Normalfall nicht. Das heißt, die hat Fehler. Und diese Fehler, die schlagen uns natürlich ins Gesicht, wenn wir die Codes als Referenzvektoren nehmen. Das ist ganz klar, weil da liegen Codes nebeneinander plötzlich, oder Vektoren nebeneinander auf der Karte, die haben in Wirklichkeit gar nichts miteinander zu tun. Die topologischen Fehler auf der Karte, die können uns hier echte Probleme machen. Was tun? Es hat merkwürdigerweise relativ lange gedauert, bis jemand auf die Idee gekommen ist, was man da tun kann, weil eigentlich liegt es sowas von auf der Hand. Wenn mich die topologischen Fehler auf der Karte stören, und die kommen ja daher, dass ich einen hochdimensionalen Raum auf eine niedrigdimensionale, zweidimensionale Karte mappe, dann lasse ich die Karte einfach weg. Also sprich, ich kann doch hergehen und den normalen SOM-Algorithmus anwenden auf Codes und die Codes aber, den Abstand zwischen den Codes nicht definieren als Abstand auf der Karte, wie bei der SOM, sondern als Abstand, den sie haben in ihrem Originalraum. Das bedeutet, ich mache quasi aus dem
n-dimensionalen Attributraum mache ich eine n-dimensionale Koronenkarte mit dem gleichen Trainingsalgorithmus. Ich bekomme meine Vektoren verteilt und angepasst mit den gleichen nichtlinearen Eigenschaften und allen Fähigkeiten, die die Summe auch hat. Aber ich mappe nicht auf zwei Dimensionen. Das heißt, ich mache keine topologischen Fehler. Der Nachteil ist, ich kann es mir nachher nicht anschauen, weil wenn es vorher die 10 Dimensionen waren, sind es nachher immer noch 10 Dimensionen. Der Vorteil ist, ich mache keine topologischen Fehler. Und das ist, wenn ich nur die Referenzvektoren brauche, natürlich besser. Mein Tipp wäre, eine Summe zu machen, zum Anschauen, um was über die Daten zu lernen, auf jeden Fall. Und für die Referenzvektoren nachher aber die Summe ohne die Dimensionsreduktion rechnen. Das Ding hat auch einen Namen, und zwar heißt das Kind ein neuronales Gas, ja, ein Neural Gas. Das neuronale Gas arbeitet komplett im Originalraum, und das zeige ich Ihnen mal, wie das arbeitet, bei DemoGNG. Und zwar sind wir hier auf der Seite bei DemoGNG, und ich habe mal ein neuronales Gas gemacht im dreidimensionalen Raum. Das heißt, wir haben hier im dreidimensionalen Raum zufällig initialisierte Punkte. Und jetzt grenze ich den dreidimensionalen Raum ein bisschen ein in diese beiden Würfel, und wir starten den Algorithmus. Und Sie sehen, so wie bei der Koronenkarte, werden jetzt auch hier die Neurone in die Bereiche quasi gezwängt, in denen es Trainingsvektoren gibt. Also es werden einfach Trainingsvektoren zur Verfügung gestellt aus dem Bereich. Ich drehe mal die Geschwindigkeit ein bisschen höher, und Sie sehen, wunderbar, wie mit der Zeit die Bereiche, in denen es Trainingsvektoren gibt, ja, aus den grauen Bereichen gibt es Trainingsvektoren, in den weißen Bereichen gibt es keine Trainingsvektoren, gibt es keine Daten im Datensatz. Und das, die Neurone vom neuronalen Gas, die wandern dorthin, wo die Trainingsvektoren sind, wie bei der Koronenkarte, nur jetzt eben im Originalraum, nicht mehr abgebildet auf die Karte. Und Sie sehen, das funktioniert ganz genau gleich, ja, und funktioniert wunderbar. Ich habe Ihnen noch ein weiteres Beispiel hier gemacht, ein bisschen komplizierteres, und zwar, jetzt haben wir sie wieder zufällig in unseren Würfel initialisiert, und jetzt gehe ich her und lasse das mal auf eine kompliziertere Form kommen. Also alle meine Trainingsdaten kommen jetzt aus einer Spirale. Ja, Sie sehen hier eine flache Spirale. Im ersten Schritt sehr schnell verlassen die Neurone den Raum, in dem keine Trainingsvektoren sind. Und hier haben wir jetzt eine ganz feine Spirale gebaut. Trainingsvektoren gibt es nur in diesen grauen Bereichen. Und Sie sehen, nach kurzer Zeit haben die sich alles so angeordnet, dass sie genau dieser Spirale folgen. Ja, und zwar auch in der Höhe. Es ist genau wunderbar angepasst. Ja, das bedeutet, mit diesem Algorithmus können Sie eine vorgegebene Zahl von Neuronen, also von Codes, es ist ja quasi eine Koronenkarte, eine vorgegebene Zahl von Codes, anpassen auf den tatsächlichen Raum, der durch Ihre Samples aufgespannt wird. In den Bereichen, in denen keine Samples sind, das sind die weißen Bereiche in diesem Klotz da drin, das sind nachher auch keine Trainingsvektoren mehr, also keine Codes mehr. Ja, logisch, die werden dort wegtrainiert. Und nur dort, wo es tatsächlich Trainingsmuster gibt, dort sind nachher auch Codes. Und das Schöne eben, Sie können vorgeben, wie viele Codes Sie wollen, können die Zahl begrenzen und können beliebige Formen damit abbilden. Also Sie können damit problemlos abbilden, diese Schlangen, ja, von unserem Snake-Datensatz, oder Sie können so eine Spirale abbilden. Sowas geht auch mit einer SVM, aber nur mit einem komplizierten Kernel. Hier geht es einfach so. Ja? Das neuronale Gas schenkt uns diese Fähigkeit, sich an beliebige, auch fast beliebig komplizierte Formen hier anzupassen. Vom neuronalen Gas gibt es eine ganze Menge Modifikationen. Es gibt zum Beispiel eine Modifikation, die nennt sich Growing Neural Gas, also wachsendes neuronales Gas. Da ist noch ein zusätzlicher Algorithmus mit drin, der
mit ganz kleinen Zahlen von Neuronen anfängt und dann, wenn es nötig ist, also wenn er erkennt, dass da Lücken sind, zusätzliche Neurone hinzufügt. Das ist natürlich nochmal besser. Dann müssen Sie nicht mal vorgeben, wie viele Codes Sie brauchen, sondern er passt sich selbst dem Problem an und fügt dann Codes hinzu, wenn sie nötig sind. Es gibt eine weitere Modifikation des Algorithmus. Der geht her und macht die Nachbarschaftsbeziehungen explizit, indem er Kanten einfügt zwischen benachbarten Neuronen, also ein neuronales Netz wieder aufbaut, in dem Neuronen miteinander verbunden sein können. Das ist ganz genial, das können Sie nehmen, um dann nachher hier einen Mesh, also wirklich ein Gitter mit Kanten zu bauen. Ich denke, das habe ich auf der nächsten Folie Ihnen sogar, auf der Folie vorher habe ich Sie dargestellt, hier habe ich Sie dargestellt. Ja, das Beispiel da unten. Es gibt ein paar Leute, die verwenden sehr erfolgreich neuronale Gase, um Oberflächen zu konstruieren. Das geht nämlich auch. Wenn Sie eine Oberfläche haben, wie zum Beispiel die von diesem Häschen da, die vielleicht aus 10.000 oder 20.000 Punkten besteht, dann können Sie hergehen und ein neuronales Gas nehmen mit 500 Punkten, 500 Neuronen. Und dann werden sich diese 500 Neuronen auf der Oberfläche so verteilen, dass die ganze Oberfläche möglichst gut dargestellt ist. Das heißt, dort, wo die Oberfläche kompliziert ist, wo die feinen Ohren sind, zum Beispiel feine Formen sind, das werden mehr Neuronen sein. Und dort, wo die Oberfläche grob ist, ja, da werden weniger Neuronen sein. Passen sich da eben an. Und wenn Sie jetzt noch den Algorithmus haben, der Kanten zwischen Neuronen zulässt, dann können Sie eben sowas machen, wie das hier dargestellt ist auf dem Bild, dass Sie am Ende tatsächlich eine Triangulation bekommen. Eine Fläche, die Sie dann auch wieder darstellen können, auf Ihrer beliebigen Form. Das ist sicher nicht der schnellste Algorithmus, um sowas zu triangulieren, aber es ist ein Algorithmus, der mit x-beliebigen Formen ohne jede Einschränkung umgehen kann und der immer funktioniert. Das ist natürlich was wert. Gut, einen habe ich noch für Sie. Das ist LVQ. Learning Vector Quantization. Die finden Sie auf der Übersicht der am häufigsten genutzten Algorithmen auch nicht. Merkwürdigerweise, der Algorithmus ist irgendwie nicht so arg bekannt. Es gibt wenige Leute, die ihn benutzen. Ist auch von Toivo Kohonen, auch Anfang der 1980er Jahre, also vor 40 Jahren, entstanden. Uralt, uralt. Aber wenn Sie mal schauen, was in kommerziellen KIs so drin steckt. Hier ist zum Beispiel IBM Watson, ja, der hier dieses Ratespiel Jeopardy mal gewonnen hat, gegen die beiden Langzeitsieger. Da steckt an ganz vielen Stellen LVQ mit drin. LVQ ist nichts anderes als ein cleverer Algorithmus, der Referenzvektoren für klein n schafft, erzeugt. Und die sind so gut, dass man damit tatsächlich echte, in Anführungszeichen, KIs bauen kann. Nicht alleine, aber an einzelnen Stellen, weil kein N eben doch vielleicht der beste Klassifizierer ist, den es so gibt. Was ist die Idee dahinter? Doch, ich gehe mal weiter. Die Idee hinter LVQ ist auch wieder, wir wollen unsere Kohonenkarte verbessern. Ja, Toivo Kohonen hat ja die Kohonenkarte erfunden und parallel dazu das LVQ. Was ist noch ein Problem unserer Kohonenkarte? Ein weiteres Problem unserer Kohonenkarte, das ich Ihnen gerade unterschlagen habe, ist das, dass die Kohonenkarte unüberwacht ist. Ja, fürs Clustering wollen wir das so haben. Für die explorative Datenanalyse wollen wir das unüberwacht haben. Wir wollen ja, dass die Kohonenkarte uns genau das findet, was wir nicht wissen. Wenn wir aber im überwachten Training sind, wenn wir die Klassenzugehörigkeit unseres Samens kennen, dann ist es natürlich relativ dumm, in Anführungszeichen, eine Kohonenkarte zu nehmen, die das einfach nicht berücksichtigt. Ja, also wenn Sie die Kohonenkarte nehmen oder auch das neuronale Gas, um Referenzvektoren zu bauen, dann berücksichtigt die nicht, zu welchen Klassen ihre Trainingsvektoren wirklich gehören, sondern ordnet es nur zu aufgrund der Werte, die im Attributvektor drinstehen. Deshalb ist die Frage, wäre es nicht möglich,
den Koronkartenalgorithmus so umzubauen, dass wir die Klasseninformationen mitnehmen. Und das ist einfach cool. Ich erkläre Ihnen in der gleichen Art, wie ich es bei der Koronkarte gemacht habe, hier den LVQ-Algorithmus, ist ganz einfach. Bei der Koronkarte hatte ich Ihnen gesagt, Sie initialisieren Ihre Codes einfach, indem Sie zufällig irgendwelche Werte da reinschreiben. Machen wir jetzt auch so. Aber jetzt machen wir eins mehr. Jetzt geben wir jedem Code eine Klasse mit. Natürlich auch zufällig. Ja? Das heißt, ich habe hier mal, wie viel sind es, 9 zufällige Codes gebaut und habe jedem zufällig eine Klasse mitgegeben. Ja, rot, grün, blau. So, jetzt kommt der Koronkartenalgorithmus. Was wir wollen, was wir am Ende haben wollen, ist, dass am besten die roten quasi zusammen sind, die grünen zusammen sind und die blauen zusammen sind. Ja, also dass unsere Klassen tatsächlich getrennt sind. Das macht die Koronenkarte vielleicht, aber nur dann, wenn die tatsächlich im Parameterraum auch schön getrennt sind. Hier wollen wir es erzwingen. Tja, wie machen wir das? Wir müssen den Algorithmus ein bisschen umbauen. Also, wir weisen zufällig zu. Gut. Jetzt kommt ein Trainingsvektor. Ja, der magentafarbene hier ist ein Trainingsvektor. Was sagt der Koronenkartenalgorithmus? Der sagt, binde den nächsten Nachbarn. The winner takes it all. Wer hier der Grüne? Und macht den Grünen ein bisschen ähnlicher dem Roten. Was macht der LVQ-Algorithmus? Der schaut jetzt auf die Klasse. Ja, der sagt, wenn der Grüne zur gleichen Klasse gehört, wie der Magenta, wie der Trainingsvektor, also wenn der Trainingsvektor auch grün hat, dann macht den Grünen ein bisschen ähnlicher dem Trainingsvektor, weil dann gehörst du ja dorthin als Grüner. Wenn der aber eine andere Farbe hat, eine andere Klasse als grün, dann schiebt den Grünen weg. Und das ist alles. Wir machen ein normales Koronentraining, aber wir führen noch ein Vorzeichen ein. Das heißt, wir sagen, wenn die Klasse stimmt, dann mache ein normales Koronenkartentraining und mache den Winner ähnlicher. Wenn die Farbe nicht stimmt, dann schieb ihn weg, weil dann gehörst du da nicht her. Und dann schauen wir mal, was passiert. Ja, also entweder hinschieben oder wegdrücken. Und das Ganze auch wieder so oft, wie wir es bei der Koronkarte gemacht haben. Wir machen hier keine Abbildung auf eine Map, sondern wir machen das so ähnlich. Das ist quasi Neuronengas, was wir hier haben. Ja, das ist ein Neuronengas, bei dem die Neurone abhängig von ihrer Klassenzugehörigkeit ingezogen oder weggedrückt werden. Aber wir bekommen am Ende diesen Zustand. Ja? Wir bekommen am Ende getrennte Klassen, weil wir das ja explizit so machen. Man muss ein bisschen im Algorithmus tricksen, weil man weil die sehr häufig lange in Bewegung bleiben, ja, und sich immer hin und her schieben. Wenn die Klassen in Wirklichkeit nicht getrennt sind, dann kann es eben passieren, dass hier ständig Neurone hin und her trainiert werden und sich das dauernd weiter bewegt. Das heißt, man muss ein bisschen tricksen. Man kann hergehen und zum Beispiel die Trainingsrate klein werden lassen, um dieses Wackeln zu verhindern. Es gibt einen weiterentwickelten Algorithmus hier, der auch noch das berücksichtigt. Da komme ich gleich dazu. Ja? Also, das ist LVQ. Das ist der Basis-LVQ-Algorithmus. Die Abstandsmetrik habe ich jetzt gar nicht hingeschrieben. Können Sie selber aufschreiben. Ja, ist einfach normalerweise die euklidische Norm. Das heißt, der euklidische Abstand. Ja, wir nehmen hier einfach den euklidischen Abstand. Ist geschenkt. Ja, da steht er sogar. Ja, okay. Also nochmal ein bisschen in Mathematik, wobei es so einfach ist, dass es eigentlich gar nicht nötig ist. Ja, wir haben einen X-Vektor, unseren Trainingsvektor, wir haben unseren Code W, wir haben unsere euklidische Norm als Abstand zwischen den beiden. Und wobei das hier der Abstand ist. Ja, okay. Und jetzt drehen wir entweder hin oder weg. Also wir rechnen entweder Lernrate Alpha mal dem Abstand oder minus Lernrate mal dem Abstand. Die Lernrate ist typischerweise relativ klein, vielleicht auch noch kleiner als 0,1, 0,01, 0,001 oder ganz günstig ist, wenn man die kleiner werden lässt im Laufe des Trainings. Das ist der LVQ, der Basis-LVQ-Algorithmus, der nennt sich LVQ1. Funktioniert wunderbar.
ja, noch bessere Referenzvektoren für unseren Keilengklassifizierer. Das ist überwacht. Es ist SOM mit Klassenzugehörigkeiten. Das Training endet typischerweise, habe ich geschrieben, ja, 20 bis 200 Mal Zahl der Codes. Kann auch mal anders sein. Ja. LVQ1 übertrainiert nicht wirklich stark, weil wenn die Lernrate nicht ganz klein wird, dann bleibt alles immer in Bewegung. Das heißt, anstatt überzutrainieren, bleiben einfach die Codes alle so ein bisschen in Bewegung. Das ist aber tatsächlich ein Problem und um dieses Problem zu beheben, gibt es den LVQ2-Algorithmus. Nein, bevor wir den anschauen, schauen wir noch kurz an, wie sich das verhält. Das war das Beispiel hier, das ich Ihnen beim K-Means-Clustering gezeigt habe, das man mit K-Means nicht lösen kann. Ja? Weil diese Cluster, diese langgezogenen Cluster, die kann K-Means natürlich logischerweise nicht auseinanderhalten, sondern K-Means macht da sowas draus, wie das, was ich da eingezeichnet habe. Wenn Sie diese Punkte nehmen und sagen, das sind fünf Klassen und Sie geben die Klassenzugehörigkeit vor, ja, für alle fünf Klassen, trainieren LVQ da drauf, dann bekommen Sie Referenzpunkte, die auf diesen Wolken verteilt sind. Ja? Jede Klasse bekommt ihre eigene Wolke Referenzpunkte. Und jetzt können Sie die nehmen als Referenz für Ihr KNN. Sie arbeiten nicht auf den Originaldaten, sondern Sie arbeiten auf einem Modell der Originaldaten. Sie haben Abstraktion, aber Sie können damit immer noch den ganz einfachen, billigen KNN-Klassifizierer machen. Das zweite Problem beim K-Means-Clustering, was wir gesehen haben, war im Voronoi-Diagramm, dass wir, wenn wir hier in so einem Cluster-Mittelpunkt stehen, ja nur die konkaven Oberflächen sehen. Ja, von innen sieht man immer nur die konkave Oberfläche. Es kann nichts geben, was nach innen stülpt, sozusagen. Das geht einfach nicht geometrisch, in der Art, wie dieses Diagramm konstruiert ist. Da Sie beim LVQ nicht einen Clustermittelpunkt haben, sondern ganz viele, die sich der Form hier anpassen, heißt das, dass Sie im Voronoi-Diagramm eben die Clusterzugehörigkeiten auch über viele Einzelcluster haben und somit sind wieder beliebige Formen machbar. Also auch dieses Ding kann wieder alle x-beliebige Formen, Spiralen, Schlangen, ineinander verschachtelt und sonst was, was es an Clustern so geben kann, repräsentieren und dann auch über KNN ganz einfach wieder erkennen und predicten. Ja. Die versprochene Zwei-Regel, LVQ-2-Regel. Toivonen hat diesen Algorithmus 2.1 genannt, weil sie denken sich, es gibt noch eine ganze Menge mehr. Aber das ist mal das Wichtige. LVQ-2 macht eine weitere Verkomplizierung der Sachlage, nämlich LVQ-2 sagt, wir schauen uns mal nicht nur den Winner an, sondern wir schauen uns immer die ersten beiden Gewinner an. Also, wir haben einen Trainingsvektor, der ist hier x, ja, der schwarze ist der Trainingsvektor x. Und wir haben einen Winner, das ist der rote hier, der am dichtesten dran ist. Und wir haben einen zweiten Gewinner, der am zweitdichtesten dran ist. Und jetzt schauen wir uns beide an. Und jetzt überlegen wir, wann wird hier trainiert und was wird trainiert. Und die Regel, die ist hier in Worten mal aufgeschrieben. Es wird trainiert, wenn einer von den beiden die gleiche Klasse hat wie x. Ich habe extra x oder geschrieben, ja, weil das gemeint ist. Nur einer. Das heißt, die müssen beide unterschiedliche Klassen haben. Ja. Und das x liegt zwischen den beiden. Ja, also wenn die beide auf der gleichen Seite liegen, einer da und einer da, dann wird gar nicht trainiert, dann wird dieser Trainingsschritt einfach ignoriert. Nur wenn der Trainingsvektor zwischen den beiden liegt, dann werden die trainiert. Und wie werden sie trainiert? Die werden auseinandergeschoben. Schlicht und ergreifend. Ja. Das ist quasi dieses Fenster. Ja. Wenn der hier dazwischen liegt, dann wird trainiert. Also, und zwar wird trainiert, dass der die richtige Klasse hat, der wird hingeschoben und der die falsche Klasse hat, der wird weggeschoben. Was erreiche ich dadurch? Dadurch erreiche ich,
dass die Klassengrenzen größer werden. Also immer wenn ich einen Trainingsvektor habe, der zwischen zwei Codes landet, dann wird der eine ein bisschen gleicher gemacht, das muss er ja, und der andere wird aber weggeschoben, sodass die Klassengrenzen nicht kleiner werden dadurch, ja, dass die Klassengrenzen vergrößern werden. Das ist genial, um zu separieren, um die Codes zu separieren und dafür zu sorgen, dass die wirklich nachher bündelweise, quasi nach Klasse geordnet, bündelweise jeweils in eine Richtung schauen. Das Problem ist, dieser Algorithmus, der funktioniert nicht wirklich ganz sauber. Ja. Das heißt, mein Tipp wäre, immer zuerst FAQ1 zu rechnen. Und nachdem FAQ1 so ein Steady State erreicht hat, dann mit FAQ2.1 die Klassengrenzen nochmal zu optimieren. Aber dann natürlich mit einer kleinen Lambda-Rate nur. Und vielleicht auch mit der Bubble-Funktion als Abstandsfunktion. Ja, denken Sie an Kronenkarten zurück, Bubble-Funktion als Abstandsfunktion, die dafür sorgt, dass die Codes, die schon trainiert sind und die ein bisschen weiter weg sind von unserem neuen Trainingsvektor, dass die nicht wieder angefasst werden. Ja, dass per Bubble-Funktion alles, was weiter weg ist als ein bestimmter Abstand, einfach nicht mehr angefasst wird. Also beides machen. Erst FAQ1, dann FAQ2.1. Deshalb habe ich hier geschrieben, zur Feinoptimierung geeignet und zwar eventuell auch nur zur Feinoptimierung. Da aber sehr gut. Wenn Sie gleich von vornherein versuchen mit LVQ 2.1, manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es einfach nicht. Ja, weil der Algorithmus, der schiebt immer so komisch. Ja. So ist es halt, ja. Also, beide muss man benutzen. Die Ränder werden optimiert. Es gibt auch noch einen LVQ3, der steht im Skript. Ich glaube, den erzähle ich Ihnen hier gar nicht, weil das brauchen Sie eigentlich nicht zu wissen. Im Skript habe ich es drin, da dürfen Sie es auch gerne lesen. Sie können auch in der Primärliteratur natürlich nachlesen. Das ist der optimierte LVQ-Algorithmus. Aber eigentlich brauchen Sie es nicht wirklich und fürs Verständnis schon gleich gar nicht. Ja, wir lassen es mal weg, die weiteren LVQ-Algorithmen, glaube ich, die kann ich hier übergehen. Aber eine allgemeine Anmerkung zum LVQ muss ich Ihnen noch machen. Die Zahl der Codes wird festgelegt, ist aber eigentlich das, was wir wollen. Das ist die Zahl unserer Referenzen, die wir nachher haben wollen. Man sollte ein bisschen aufpassen, wie initialisiert wird. Wie immer, wie auch bei der Kronenkarte, ist es eine gute Idee, in dem Raum zu bleiben, in dem auch die Trainingsmuster sind, weil bei LVQ kann es noch leichter passieren als bei der Kronenkarte. Wenn man außerhalb initialisiert, kann es passieren, dass die Neurone nie zurückkommen und dass es quasi tote Neurone gibt. Das ist schade, die verliert man dann einfach für die Klassifizierungsaufgabe. Ja, die können nicht mehr arbeiten. Das heißt, wenn man genügend Trainingsmuster hat, kann man Codes einfach erzeugen, indem man zufällig einzelne Muster aus dem Trainingsdatensatz nimmt. Ja, 10 von jeder Klasse, 50 von jeder Klasse und die dann weiter trainiert. Übertraining ist möglich, beim LVQ1 weniger, beim LVQ2 mehr. Und das Training ist, wie vorher schon gesagt, irgendwie so 20 bis 200 Mal Zahl der Codebook-Vektoren. Insgesamt kann man sich merken, häufig. Ja, also man muss es oft machen, nicht selten, sondern oft. Und LVQ kann fast alles, habe ich geschrieben. Und ich habe Explainable KI durchgestrichen, weil mir gefällt das Wort nicht. Aber es bürgert sich so ein für KIs, bei denen man erklären kann, was genau passiert. Die eben als, also bei Machine Learning-Verfahren, bei denen man erklären kann, was passiert, die als Explainable KI zu bezeichnen. Ich will da jetzt, glaube ich, nicht näher drauf eingehen, aber ja, im Prinzip sind die beiden Teilworte, nämlich Explainable und KI, sind ein Widerspruch in sich, wenn was eine künstliche Intelligenz kann niemals nicht explainable sein. Und solange es explainable ist, ist es mit Sicherheit nicht intelligent. Deshalb habe ich den, ich habe es mal hingeschrieben, weil sich das so einbürgert, dass man diesen Begriff hier benutzt. Aber eigentlich ist das so ein Unsinn, dass ich, also ich nur in durchgestrichener Form gibt es den hier.
im Gegensatz zu anderen Methoden, zum Beispiel Support Vector Machines, nicht mal neuronale Netze. Die sind nämlich besser explainable, als die Leute so sagen. Aber es gibt Methoden, ML-Methoden, die schwer erklärbar sind. Ist eben der Kein-In perfekt erklärbar, weil ich weiß, was meine Referenz ist und weil ich genau erklären kann, warum eine bestimmte Entscheidung zustande kommt, nämlich weil er mein Pattern so aussieht wie das andere. Und dann kann ich schauen, was war denn das? Welcher Mensch war denn das? Welcher Patient war das? Welcher Kunde war das? Und dann kann ich den vergleichen miteinander und ich kann exakt erklären, was da los ist. Ja, also diese Erklärbarkeit, die immer gefördert wird bei Machine Learning-Verfahren und von denen irgendwie Leute denken, die gäbe es nicht, stimmt nicht, die gibt es seit eh und je und immer, aber die Leute sagen immer, wir machen jetzt Explainable, weil bisher ist das nicht so, ich verstehe das nicht, ist doch noch nie ein Verfahren, ja, egal. Ja. Hier sind wir perfekt explainable und das Ding kann so viel wie ein neuronales Netz und ist viel, viel einfacher. Also vergessen Sie es nicht. Ich glaube, das ist auch das Ende der Vorlesung hier. Nein, das ist das Ende der Vorlesung, aber die Folie kennen Sie schon.